Der Kampf um die beste Sonnenliege auf Teneriffa geht weiter. Und diese Touristen heben ihn auf ein ganz neues Level. Denn hier werden die Kinder ins Rennen geschickt. Im Paradise Park Hotel öffnet der Pool jeden Tag pünktlich um 9 Uhr. Für Frühaufsteher Grund genug, sich schon mal in Startposition zu bringen, um die beste Liege zu ergattern, wie diese Bilder aus dem Juli zeigen. Peinlicher geht's nicht, möchte man denken. Aber wozu hat man Kinder? Man muss sich ja nicht selbst blamieren. Die Kleinen flitzen los, um ihre Handtücher auf den Sonnenliegen zu platzieren. Oder gehört das etwa zum täglichen Kinderanimationsprogramm? Den Kleinen scheint das Wettrennen jedenfalls Spaß zu machen. Sie machen sogar fast einen Sport daraus. Ringfrei fürs Liegestuhl-Wrestling. Wer jetzt übrigens denkt, typisch deutsch, nein, das Hotel wird vor allem von Briten gebucht. Und die können das mit den Liegen genauso gut wie wir.